Tag auch, ihr Nasen. Herzlich willkommen zurück bei Armed and Dangerous. Ich möchte mal was kicken. Ich habe den da unten nämlich gesehen, den Gipfel. Ich will mal gucken, ob ich den vielleicht von hier so einer erhöhten Position mit dem Sniper schon mal so ein bisschen anknuspern kann. Sniper ist im Zoom so langsam. Na warte. Okay, den haben wir wohl, wa? So, du Eumel. Das ist gut. Also ich kann hier unten rumlaufen, das ist gut zu wissen. Da haben wir, glaube ich, noch ein oder zwei Häuser, was wir zerstören müssen. Kommen wir, glaube ich, auf den Schlag nicht. Lass mal da hin. Passt mir auch ganz gut. Munition ist ja ziemlich verbraucht. Mehr Munition. Viel mehr Munition. Und speichern ist auch nicht verkehrt bei dem Spiel. Naja, das hat nicht gereicht, verdammt. Jetzt hat es gelangt. Also dafür zumindest. Ja, hier komme ich dann zumindest bis zur Brücke hoch. Okay. Jetzt muss man wohl echt das letzte Haus noch irgendwie finden. Oder die letzten Häuser. Ey! Ach, verdammt! Reicht nicht ganz. Moment. Suchen wir uns mal die höchste Stelle hier aus. Und die Nierphase. Muss wohl da irgendwo. Wo ist denn das? Ah, ich sehe es. Ich sehe es. Okay, alles klar. Sind sie mir so nicht hier wie ich? Au. Kopf eingehauen. Das hat es. Okay. Nein. Okay. Weil die Rentner sind in Sicherheitsstand. Ich komme mir langsam schon wieder vor wie in der Arbeit hier. Was soll das? Zeit für eine Teepause, denke ich. Okay, teilen wir uns auf, wie ich vorschlug. Was soll dieses fürchterliche Theater? Nein, nein, bleibt sitzen. Wir sind auf der Durchreise. Es nützt alles nichts. Oh, ich weiß nicht. Kann doch so schlecht nicht sein. Tasse Tee? Sträucher oder Petunienbouquets sind keinen Pfifferling wert, wenn dieser schreckliche Krieg durch unser Land zieht. Jeder Garten ist bedroht. Hier, Römi. Ja, und die Leute sind auch in ernsthafter Gefahr. Das ist der Grund, weshalb wir versuchen... Gutes Argument. Ja, das stimmt. Was nützen Gärten ohne Leute, die sich um sie kümmern? Nach ihrem Ableben sind sie zumindest noch richtig guter Dünger. Richtig guter. Sehr gut. Achtung, Leute, es gibt Schwierigkeiten. Oh Gott.
Laszlo. Bleib von dieser Blume weg, Zivilist! Verstanden! Okay. Deck mich! Alles okay? Bitte schön, Frech. Super. Nein, so bekommt sie mehr Sonne. Ja, aber hier drüben ist der Boden feuchter. Ja, stimmt. Also, du hast gesagt, was für ein Widerstand ist das? Mitten Strauchpatrouille zur Stelle. Wir sind hier, um alle Pflanzen, Büsche und Blumen vor diesem Krieg zu beschützen. Eine noble Aufgabe. Oh, das reicht. Schnell. Ja. Gute Idee. Wir treffen uns dann weiter vorn. Ist nicht nötig. Hör mir zu, Mann. Ich weiß, dass das hart ist, aber wir müssen zusammenhalten. Hörst du? Es ist okay, um alle geliebten verlorenen Pflanzen zu weinen. Tue ich nicht. Doch, weint heute und kämpft morgen. Dies ist ein Krieg, den wir gewinnen werden. Tod allen Salatfressern! Tod allen Salatfressern! Genau richtig, verstehe. Bis später. Gute Reise, Kamerad. Schnell, gehen wir. Nun, ich dachte, wir trinken noch eine letzte Tasse. Tod allen Salatfressern! Oh, lass gut sein! Gut, dem Schlüssel hinterher. Ich lenke sie ein bisschen ab. Ich treffe dich an den Toren des Wilderwalds. Kommt mir das nur so vor, oder habe ich die Arschkarte? Es kommt mir so als Spieler vor, als hätte ich die neuen Bauern nach Hause bringen. Das würde lustig. Wir müssen die Bauern retten. Wo ist da? Ah, da. Da ist einer. Ich habe gleich noch eine Hütte gesehen. Du bist in Ordnung. Ja, wir auch gleich noch zu Hause, jawohl. Ich glaube echt, das MG ist mit, also das Sturmgewehr ist mit die beste Waffe. Lass mal das Ding da wegräumen. Au. Bauern rumstehen sehen. Da ist einer, muss weg. So, gucken wir mal, was es für Waffen gibt. Okay, will einer einen Ringkampf und ein Bier? K.O.-Bombe, okay, die ist neu. Und die High-End-Kanone nehme ich natürlich noch mit.
Ach, bei Fliegeviechern bringt die nicht viel. Bis gar nichts. Ach, da ist noch. Da oben ist hier eine gute Action. Da ist klar. Entschieden zu viel los. Ah, da ist auch noch was, was mich nervt. Wo komme ich denn hier rüber? Jetzt dabei oder nicht? Jo, habe ich. Gut. Na, wenigstens was. Oh, muss auch gleich noch einer rumstehen, jo. Oh, ich habe nicht mehr viel Energie. Viel Energie, das ist ungeil. Und nicht mal ein leises Danke, Bastard. Jetzt möchte ich übrigens mal was wissen. Ich weiß nämlich nicht, ob sich die Energie auch wieder auffüllt. Munition ja. Der Maulwurf. Die Energie auch. Das ist sehr gut. Ich mag keine Orte, an denen man die Sonne nicht sieht. Hä? Die Waffe habe ich jetzt gerade nicht kapiert, muss ich gestehen. Die Waffe mit dem Boxhandschuh, das habe ich gerade nicht geschnallt. Aber ich sehe ihn. Mal sehen, ob ich hier irgendwie ein bisschen erhöht kommen kann. Ist das denn reicht? Jo, es reicht. Okay. Das ist der nächste Bauerndepp. Da wird da wohl auch noch irgendwo einer sein. Jo, ich sehe ihn schon. Aber ich von da rankomme, wenn ich erstmal oben bin. Na also, gerettet. Erstmal rüber. Mal rüber. Die Jungs hier zu Hause abliefern. Ah, in der Höhle vielleicht. Dass da noch einer irgendwo ist. Ha! Oh, meine Frau wird so sauer sein. Im Prinzip fehlt dann bloß noch einer.
Ich sehe ihn auch schon. Okay. Über dich werden sie schreiben. Da bin ich sicher. Kurze Zwischenlandung und weiter geht's. Ging doch recht passabel ab der Level. So, mal gucken, ob hier noch irgendwo, da ist noch eine freie Hütte. Wenn wir schon hier sind. Meine Frau sagt zu ihm, also sie sagt. Speichern. Hat jetzt keine Gesundheit mehr gebracht. Wo ist die letzte Hütte? Verdammt. Vielleicht im vorderen Bereich nur eine frei. Im Stadtgebiet waren ja doch ein paar. Nö, irgendwie nicht. Komisch. Umgucken. Doch noch eine hier übersehen, oder was? Ja, habe ich. Gut. Alles klar. Entschuldigung, ich habe keine Bauern befreit, ich habe Minenarbeiter befreit. Ja. Und ich würde mal sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Armed and Dangerous. Haut rein!